Hallo und willkommen zurück bei Guild Wars 2 beim fröhlichen Elementarmagier-Leveln. Und ja, schauen wir mal, was Ehrenhaft haben wir handeln, irgendwie noch was aufrichtig, zum Jorin. Verkaufen? Krebsfleisch? Nee, doch. Schwert können wir verkaufen, braucht hier kein Mensch. Und ja, Schrott, haben wir Schrott? Nee, Schrott haben wir keinen. Okay, dann können wir hier noch alles, was sammelbar ist, wegschmeißen und hier mal ein bisschen Ordnung machen. Das können wir auch entfernen. Und ja, dann machen wir hier noch das. Gebrauchsgegenstand, Unterstützungserinnerung. In diesem Wald gibt es noch so viel Arbeit zu tun. Vergiss nicht, eure Warum sollte ich Unterstützung dann zu einfach nur links zeigen. herumstehen und nichts tun können? Ach so, das sind die Marken und Warum so. nicht Gelegenheit nehmen, seine Marken zu stärken? Ach ja. Nicht wahr? Ich weiß, warum Halt. der Himmel Na, blau ist, doch weg. wie groß ist er? Seid ihr zu uns gestoßen? So, Habt ihr dann Kontakt zu anderen Mitarbeitern? zurück zu unserer persönlichen Quest. Wir müssen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wen wir da angefeuert hatten. Ich glaube, wir prügeln uns einfach. Ich glaube nicht, dass wir da die. Ja, die andere Variante haben. Mit dem komischen Artefakt und so weiter. Ich glaube, wir hauen jetzt nur stumpf drauf los. Da, genau, rohe Gewalt. Rohe Gewalt klingt immer gut und ich nehme immer stark an. Da müssen wir einfach nur stumpf draufhauen. Wo erstmal hier die ganzen Mobs mehr oder minder. Versuchen aus dem Weg zu gehen, was nicht wirklich funktioniert hat. Ja, und nicht hier am. Im Gelände festhängen. So, da ist unsere Instanz. Yep. Und dann Dann stimmt es also, was quatschen wir man sagt. mal. Schön, euch zu sehen, Vertretung der Ein Krone. bisschen Ich hell hier. wünschte nur, ich hätte erfreulichere Nachrichten. Wir haben ein Problem. Der Wachsamentrupp, der uns treffen sollte, wurde bei der ersten Angriffswelle auf den Sumpf überrannt. Die Gegend wimmelt nur so von Feinden. Die Kinder sind noch draußen und meine Soldaten sind jetzt auch in Gefahr. Es bleibt an euch und mir hängen. Keine Sorge, Hiroki. Ich kann mich schon meiner Haut wehren. Wenn ihr wollt, können wir die Soldaten raushauen und dann diese Kinder suchen. Euer Mut ist beachtlich. Die Soldaten der Wachsamen sind gut ausgebildet, voller Hingabe und Entschlossenheit, Tyria zu verteidigen. Ihr würdet da gut reinpassen. Wenn mein Einsatztrupp sich an die übliche Vorgehensweise gehalten hat, hat er sich eingeigelt, um auf Verstärkung zu warten. Wir sollten nach einem improvisierten Unterstand Ausschau halten. Dann werden wir genau das tun. Ich warte nur auf euren Befehl zum Abrücken. Ja, Befehl ist mehr oder weniger erteilt. Ja, keine Ahnung, was da bei der Zwischensequenz da los war, warum das so hell ist. Ich habe an der Grafik so nichts geändert. Deswegen keine Ahnung, Solche was. Ansammlungen von Untoten entstehen nicht ohne Grund. Was da Welche abgeht. Qual dahinter steckt. Ja, außerdem hier die ganzen Untoten. Das gibt schon mal so einen kleinen Vorgeschmack auf das, was man. Ja, so ab Level 70. So ein Ohr ja, trifft, da gibt es nämlich nur Untote. Was halt echt etwas nervig ist auf Dauer. Weil wirklich die ganze Zeit nur Untote hauen, ist extrem, ja. Wiederholt sich halt alles ein bisschen.
Auch wenn man dann irgendwie ja, Tagesquest machen muss und man irgendwie x Millionen unterschiedliche Mobs hauen muss, ist es halt echt suboptimal, wenn du nur Untote hast. Ja, wo sind denn die Kinder? Ach, die sind da hinten. Ja. Einmal hier quer durch den Sumpf, bitte. So. Ich hoffe, ihr pullt hier nix. Jetzt haben wir uns hier mal den Weg. Ah ja. Da sind sie ja. Recken Hiroki, dem Baum sei Dank. Ihr seid ein erfreulicher Anblick. Schön, dass ihr noch unter den Lebenden weilt, Sarenna. Wie steht es mit euren Leuten? Wir haben mehrere Kinder im Sumpf gefunden. Als wir ihnen halfen, wurden wir angegriffen. Wir haben uns eingeigelt, um einen untoten Angriff zurückzuschlagen. Es lief nicht gut. Die Auferstandenen nagelten uns fest und brachten uns schwere Verluste bei. Als Kommandeur dieser Einheit übernehme ich die volle Verantwortung. Denkt an euren Diensteid, Sarenna. Eure Soldaten haben geschworen, Unschuldige zu verteidigen. Und genau das haben sie getan. Wir sind das Licht in der Dunkelheit. Die Soldaten unter eurem Befehl starben ehrenhaft. Da. Was tun wir jetzt, Hiroki? Ziehen wir uns aus dem Sumpf zurück? Es ist noch nicht vorbei. Nicht solange da draußen noch Leute im Sumpf verschollen sind. Der Einsatz geht weiter. Wir kümmern uns zuerst um die Kinder. Wir halten die Untoten auf, bis sie aufgeben. Dann bringen wir die Kinder in Sicherheit. Taktiker? Alles klar. Bildet einen Verteidigungsring. Ihr zwei übernehmt den Osten. Ihr zwei den Westen. Los! Und passt gut auf! Die Vertretung der Krone und ich kümmern uns um die Mitte. Bewegung! Okay. Was ist los, Kleine? Seid ihr vor Angst so grün? Und welches Problem habt ihr mit der Farbe grün? Keins, Gnädigste. Kommt ihr? Hört auf zu meinen. Ach nee, such noch Überleben. Wo? Was? Wer? Ach, du ahnst es nicht. Komm her. Hier getötet. Es ist doch alles hier nur Auslegungssache. Angriff! Angriff! Zu viele zum Zählen! Na, großartig. Was ist euch wieder fein? Eine Asura, die nicht zählen kann. Waffe ziehen, Sarkasmus stecken lassen, ihr Idioten. Oh. Ja. Angriff? Wen? Ach, da. Da kommen ja welche. Da auch welche? Nee. Ah, komm, aber hier können wir mal ein bisschen was regnen lassen. Seid verflucht. Machen wir uns mal hier sowas. Die Feuer, Balthasar.
Ja. Ja, die sind widerlich. Weil die Jungs, die Kleinen, die sprengen sich halt gerne in die Luft und machen ganz fiesen AE. Ja, oh Gott im Himmel, wie viel kommen da denn jetzt? Ja, versperrt. Ah, da haben wir noch zwei stehen. Puh, okay. Ging ja halbwegs. Die Untoten fallen zurück. Ihre Reihen lösen sich auf. Wir haben gesiegt. Das ist unsere Chance, die Kinder hinauszubekommen. Ihr dort, wie ist Taktikerin Serenas Zustand? Ist sie schwer verwundet? Sie ist bei Bewusstsein, aber es geht ihr schlecht. Ich weiß nicht viel über Silvari, aber es sieht übel aus. Lasst mich. Der Tod macht mir keine Angst. Ich habe meinen Eid geleistet. Die Wachsamen lassen niemanden zurück, Serena. Ihr habt keine Erlaubnis zu sterben, hört ihr? Ich höre euch, Reckin, und ich danke euch. Wir nehmen denselben Weg, den wir gekommen sind. Geht schnell, haltet die Kinder beisammen und macht nur Halt, wenn es gar nicht anders geht. Einverstanden. Wachsame, Abmarsch. Da ist ja nix, was hier irgendwie ein bisschen Dünger nicht halt, heilen kann. Ja. Ich will aber hier noch fertig looten, Leute. Haben wir alles. Ich hoffe. Ne, da liegt noch ein auferstandener Pestbringer. Ja, zurück. Ah. Feuer. Und der nächste, bitte. Na, wo läuft der denn lang? Ey! Ich habe euch erwartet. Oh, komm mal hier lang. Mal hier schön grillfest mit dir. Na, gucken wir mal, ob wir die da stehen lassen können. Aber ja, das sieht ganz gut aus. So, wo ist denn hier jetzt der Ausgang? Okay, was? Im Salma-Viertel? Mhm. Schauen wir mal, wo das ist. Ich glaube, das ist dann wieder... in der Hauptstadt, oder? Wäre ich jetzt zwar kein Freund davon, weil dann müsste ich ja hier wieder komplett alles zurück... So, was liegt denn da? Ach, da ist... Glaube ich, da wieder so eine komische... ja, so eine komische... Tasche, was da runtergefallen ist. Ja, so wollte ich das denn nicht...
hier geblieben. Macht mich immer ganz wuschig, wenn hier irgendwas Gelbes auftaucht. Denke ich immer, wunders, was ich da für super Item aus dem Mob rausgezogen habe. Das ist so eine bescheuerte Unterstützungsmarke. Hätten es ja auch irgendwie weiß machen können. So, eigentlich will ich da hoch. What? Ugh. Au. Du war wag. Stirb. Ja, ich weiß, dass da ein Event ist. Mist. Verpeilt, dass auf Cooldown ist. Nee. Oh, und Stufeaufstieg. Schön. Plop, plop, plop. Ich weiß immer noch nicht, was man mit diesen Quarzkristallen da machen kann, aber ich packe alles ein, was hier irgendwie auf dem Weg rumliegt. Kann man alles gebrauchen, wenn man es irgendwie verkauft. So, können wir hier noch mitmischen? Das ist ja wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall gibt es hier noch ein Herzchen-Quest. Und für das Herzchen müssen wir prügeln. Toll. So, Eisenerz. Aber auch wenn wir jetzt nur zweimal draufgehauen haben auf den Knilch, also ich finde es gar nicht so schlecht, dass man immer so ein bisschen Erfahrung noch mitbekommt, ein bisschen Karma. Also, selbst wenn man da nur irgendwie einmal kurz draufgehauen hat. Schlechterin von Kryta als Tagesquest, okay. Auch durch. Bestimmt kaputt machen. Ah, versperrt. Komm hier an so einen kleinen. Was kann man hier löschen? Ach, das kann man löschen. An so einer kleinen Hütte. Sagt er hier versperrt. Das gibt's doch nicht. So, da unten gibt's auch noch Erz. Das holen wir uns eventuell auch mit. Ich weiß zwar jetzt nicht, warum der das abbekommen hat, aber... Naja. Ich wünschte, ich könnte. Ja, könntest was? Extrem dumm aus der Wäsche gucken? Das schaffst du.
gucken wir mal. Nee. Nee, dann lassen wir das Erz mal Erz sein. Ich hab da nämlich jetzt keine Lust, mich mit Kreid anzulegen. Rup. Hast du was? Nee, nix. Au. Sollte das denn... Gott, da sind Veteranen und hier liegt doch ein Spieler rum. Können wir anzünden, das können wir ausmachen. Himmel hilf. Wieso liegst du denn schon wieder hier? Vollpfosten. So, wo ist denn jetzt hier bitteschön mein Quest-Herzchengeber? Würde nämlich gerne gucken, was der für uns hat. Ach Gott, der ist ja hier... von allen möglichen Leuten belagert. So, verstecken wir uns einfach mal hier hinterm Baum. Standardgewehr. Countbindung, Waldfrau. Nee, haben wir ja nicht. Ich weiß gar nicht, ob das dann auch zählt, wenn ich das jetzt mit einem Charakter kaufe und das lerne, ob das für irgendwie ein anderer, ja, für einen anderen mitzählt. Kann ich nicht sagen. Habe ich nie ausprobiert, weil, ja. Mir ist einfach das Karma immer zu schade, um es irgendwie auszuprobieren. Obwohl, Moment, ich bin doch Waldfrau, oder? Ich kann doch... kann doch so Gewehre bauen. Es war jetzt nicht für meine Klasse irgendwie wichtig, aber ich könnte, wenn ich... wenn ich denn wollte. Ja, komm, kaufen wir einfach mal. So. Braucht ihr Hilfe? Ja, ja, hier. Habe ich es jetzt? Nee. Verwenden. Okay. Gut, ja. Dann würde ich sagen, mit dieser Aktion sind wir auch am Ende, am Ende dieser Folge angelangt. Und wir sehen uns dann in der nächsten wieder. Bis dann!